Bam, 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 bam. Jetzt geht's auch. Hallo und willkommen zu der nächsten Folge von Entrouded. Jetzt sind wir ja endlich wieder am Tage unterwegs und mit einer supergeilen. Hey, wie bist du da? Ja, mit Du dem geflogen? Flugzeug. Ja, freilich. Ah, Petri ist gefliegt. Was ist denn Ja, das? ja. Komm, bestimmt ab. Das ist Jetzt haben Feuerstein. wir Das haben wir unseren doch schon Greifer. gefunden. Nein, du bist. Ah, bist du den Steinbaut mal aufgeworfen? Ja. Ich finde das geil. Da kannst du einfach alles kaputt schlagen. Das Bausystem und das Weltensystem finde ich super. Ja. Das lasse ich mir gut sein. Wir brauchen Metall. Da brauchen wir mal eine Rüstung Das oder irgend sowas. ist ja sowas Ähnliches. Ist da was drunter unter dem Schutt? Ja, wir brauchen Metall. Schau mal, ob da was unter dem Schutt ist. Nö. Jeder sei Kinder. Ja, da haben Feinde unten. Feinde. Ja, böse Feinde. Hallo Feinde. Dann haben wir schnell mal ihr Fleisch drin, dass mein Leben ein bisschen größer ist. Oh, Hase. Irgendwas stimmt Das ist mit ja. Hasi nicht. Das ist ja kein Feind, nicht? Hast du denn die dritte der Kokosnuss gesehen? Ja. Ein Wolf? Na, sag mal, ich schieß wieder neben da. Jetzt hat er wen drauf. Mit meiner Flunseln, Kim. Ui! Hilfe! Nur einer. Au, der tut richtig weh. Der hat jetzt richtig weh da. Aber zwar Metallschrott dabei. Und der hat auch einen Metallschrott dabei. Sehr gut. Dann hol ich den Wolf noch. Lachen wir ein paar so Gegner. Hallo? Ist hier jemand? Sagt's einfach hier. Braucht's mir den Schricker. Springt's nicht raus. Nur so, ob jemand da Da ist. kommt einer. Ja! Alles nehmen. Ja, Na, einer legt ihn ab und dann ja. haut er ins Kreuz. Guter Plan. Willst du mal Und jetzt der Magier länger? ist doch jetzt gut. Ja, kann man Magie auch nicht brauchen. Vorsicht mit der Lieferung, Argon. Sei vorsichtig mit dieser neuen Lieferung aus dem Tal. Die Händler sagen, sie sei hochempfindlich. Ah, das hast du schon vorgelesen, gell? Das war ja vorhin schon Bin im anderen bekannt Ding für. drin. Ja. Wenn man leichtsinnig damit umgeht. Oben da. Schau mal außen rum ein wenig, um. Da ist ein Top. Kann man den kaputt schlagen? Ja, gibt aber kein Metall. Scheiße. Oh, was ist denn das für. Schaut böse aus. Hoffentlich müssen wir nicht gegen so ein Viecher mehr kämpfen. Oh, Musik. Ja, da ist eine Ratte bei mir. Achso. Ist ganz schön dunkel. Ist da noch eine Ratte? Ja. Ganz schön dunkel hier. Warum liegt hier Stroh? Ah! Oh, schon wieder einer so ein Pfeiltyp. Pfeiltyp. Lauf weg. Ich höre noch schon wieder schießen. Boah. Ich komme. Schon. Einfach Schild hoch. Schildwall! Genau, und drauf zu marschieren. Plündern, Tierfell. Du Arsch! Boah, boah! Was denn? Aua, fuck. Aua, der hat mich erwischt, ich bin tot. Ja, ich auch bald. Lauf ich, heil dich. Ja, lauf, 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 lauf. Forest, lauf! Wo ist er denn hin? Hinter dir! Lauf raus aus dem Ding! Wann braucht er noch? Zwei. Gut. Boah. Huh.
Alter Schwede, hab mit dir jetzt gesenzt. Ja, der mit seinen zwei Messerchen, der macht schon ganz schön Aua. So, wie eh wiederbeleben. Ja, mein Schluck aus der Wasserflasche nehmen. Aber Leben selber tut man nicht so leicht steigern, gell? Na, da brauchst du ja Bandagen oder einen Heiltrank. Jetzt mal irgendwas rein da. So, anstrengend. Also Bandagen braucht man viel. Ja gut, die haben Gott sei Dank nicht teuer. Wer schreit da? Da ist auch irgendwo einer. Ich will plündern. Wo ist er denn? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Wo bist denn du hin? Also ich weiß, da dass ich auch da hinlaufe. Oh, ha? Die Leute bin ich auf. Okay, dann bestimmt unten im Keller. Ah, da ist er. Ich sehe ihn. Draußen steht er. In der Nähe vom Spreng. Ja, da ist er. Ah, da ist er. Also Blocken ist fein nicht schlecht. Ja, Blocken hat seinen Vorteil. Pass auf, die Ratten sind sehr aggressiv da in der Gegend. Oh, da ist ein Bett. Kann man sich mal hinlegen, wenn es ist. Da ist wieder einer. Bring einen auf. Ja, nimm mal mit. Also Amboss, da kann man sein Zeug reparieren. Oh, Dietrich. Hast du einen dabei? Ja, explosiv und der Kugel. Ich glaube in den Keller, wo ich vorhin war, glaube da ist nur Geheimfache. Ja, irgendwie. Wo waren wir denn da vorher drinnen? In dem Haus. Ja genau, da war noch einer ohne drin, ja. Echt? Eine Truhe oder was? Oder? Ja genau, mit Zwecksen Dietrich, da oben warst du schon, gell? Ja, oben war ich schon, ja. Ich geh nochmal schnell in den anderen Keller. Ist da auch Metall? Nein. Bloß Holz. Holz! Ja toll, ich spring außen rum wie ein Blätter, da weißt du eh, offene Tier. Da ist irgendwas dahinter, oder? Ratta. Das geschulte. Oh, ich habe einen knisternden Zauberstab für die. Oh, Schaden, geil. Schaden 14. Ein Fernkampfding oder? Das müssen wir uns jetzt gleich anschauen. Ich leicht gerade da noch, ob da noch irgendwas ist da. Weil das war auch versteckt hinter einem Haufen Schutt. Ich sage da, so Schutt, dann muss man mal schauen, wo bist du. Ah, da bist du. Ah, mein Fackel. Ja, ich muss meine Fackel ausmachen. Au! Das Kruzifix. Ich muss meine Fackel an die ausschlagen. geh aus! Dann habe ich da nur was gefunden, das ist auch was für die. Das kann man aus Munition hernehmen für so einen anderen Zauberstab, der nichts kann. Steht zumindest da. Alles. Knisternder Zauberstab, Schaden 14. Was macht der? Schaden 11. Sehr geil. Da. Genau. Eisbolzen. Steh nicht da in der Eingang rum. Schau, Mana-Kosten 38. Wirkzeit 0,5 Sekunden wahrscheinlich. Magische Munition, mit der einen einzelnen Eisbolzen erschafft, der Gegner beim Aufprall Schaden zufügt. Selten. Ist ja doch schon mal auf, was für ein Zauberer. Seht sie doch schon, ja. Und der macht jetzt das Feuer. Okay, das fliegt ein bisschen langsamer, glaube ich, jetzt. Aber vielleicht weiter. Ja. Oh, da ist wieder einer. Aua! Oh fuck, sie tun da gleich Hölle weh. Aua! Ich hab's erwischt. Wo ist denn der Entdeckung. Da beim Zelt hinten. Ah, da ist er. Das mit drei Pfeile, das tut ganz schön weh. Er ist nur hinterm Zelt, also es passiert nichts.
Ist immer nur hinterm Zelt. Ich segne. Achso, gut. Jetzt muss ich mich schnell heilen da. Jetzt nehmen wir mal einen Trank. Sie Eisen nur zeigen. Macht der jetzt mehr Schaden wie der andere? Er macht. Also der macht jetzt dort. Waffe für mittlere Entfernung. Stufe 3, Feuerschaden. 2 Mana plus 2 Mana Regeneration, Schaden 14. Und der andere macht Schaden 11. Eisbolzen. Ja, waren gerade in der Kiste drin. Hey! Geht's da hin? Metallschrott soll ich übersehen. Da geht's wieder zu dem Haus auf, wo wir vorhin waren. Okay, ich komme. Wo bist du? Mit zwei Waffen. Ah, davon bist du. Bin da. Metall hat er gehabt. Bisschen Metallschlag kommt schon zusammen. Ich hoffe, das gelang für zwei Rüstungen. Ich bin gefallen. Hast du die wieder selber umgebracht? Nein. Ja, in der Kiste leicht out. Das hat es Pump gemacht. Hat das Pump? War eine Falle? Hä? War es eine Falle? Kannst, wenn es ja so ist, ja. Kann sein. Bleib aber dann bei mir in der Nacht, weil ich mach gleich nochmal einen Nerv. Ah, nein, das ist, ja, ich signe. Feuer ist der, wenn ihn trifft, steht Widerstand. Ah, ist was der, ist das, der gegen Feuer Widerstand? Möglich. Kann natürlich sein. Wow, jetzt bin ich da oben. Auch nicht schlecht. Man muss aufpassen, wenn man E drückt. Wenn irgend so ein Haken in der Nähe ist, dann ist man fort. Oh, der Hirtenstab, Fernkampfwaffe. Ein Z. 3, ausrüstbar. Ein kalter Empfang. Wir sind in Rotfels angekommen. Endlich heraus aus den verhüllten Ländern. Die Reise über die Berge war beschwerlich. Ich hatte auf ein Feldlazarett gehofft. Aber es ging hier fast nichts. Ich musste Dinge selbst in die Hand nehmen. Wie ich es an der Front schon getan habe. Ich werde mein Lager in Hintertann aufschlagen. Okay, Hintertann. Haha, er hat Hintern gesagt. Bewegen, Aktion. Zerlegen, schenken, ausrüsten. Laden. Geil. So, den kannst du jetzt laden, oder was? Mit dem Eisgedöns und mit dem Graffe. Ja, verschwendet es nicht. So viel haben wir da. Ja, ich hab nicht gewusst, wenn man. Vielleicht ist da nochmal so ein Gegner, weil wegen Feuer ist ja das da gestanden. Hier ist nichts. Das ist sehr unbefriedigend. Ne, hier ist nichts. Nichts ist hier, nichts. Nichts da ist nichts. Wow, wow, wow! Ja, es gibt sowas wie Minen. Ah, hat's dich auch erwischt. Nein, ich bin ausgekommen. Alle Nahrungsslots belegt. Aber ich möchte bis ein Leben. Ich will leben. Hast du gar so einen roten Trank nicht? Aber ich habe so coole rote. Halt meine Bomben. Ah, da sind sie. Ich
Ja, das war jetzt. Weiß nicht, wie viel habe ich jetzt Metallschrott? 39 habe ich jetzt Metallschrott. Da ist eine Falle. Cool. Ah, die gibt auch noch Metall. Ich und 12. Die Falle gibt keinen Metallschrott, das ist auch sehr unbefriedigend. Muss halt alles soweit befriedigend für die sein. Ja. Oh, da ist ein Gegner. Was? Schauen wir mal. Oh. Boah, 48 Schaden hat jetzt der gemacht. Und Feuer? Effektiv, okay, gegen Feuer war das ist auch effektiv. Ja, der da schon anscheinend, ja. Also muss ich an sich ein Feuerding, das andere, was ist denn noch der andere für der Schadensgedöns? Da gibt auch kein Metall. Vielleicht noch mit zwei Metall. Eis, okay, der macht der Eisschaden. Dann pullt er mal den Eisding. Eisschaden. Das hat sich noch Metall angehört, aber. Gibt auch bloß. Ja, drei Metallschotten, das ist ja nicht schlecht. Ah, da ist ein Brunnen, falls du Wasser brauchst. Und ich hab gerade einen Gegner gehört. Wo ist der? Wo bist du? Ja, rum in der Stadt. Also, was heißt Stadt? Da in einem Dörfchen und das Lego ist, was ausschaut nach Metall. Ah, du. Ah ja, ja, stimmt, dein Brunnen. Aber da gibt es glaube ich nichts mehr. Ich glaube, wir haben alles, was aus Metall war. Also vielleicht die Wände, die schauen noch Metall aus. Nö, hat aber bloß so ausgeschaut. Nichts. So, wenn wir schon da sind, was gibt's da nur? Was ist das da für ein Großauftrag da? Was ist das? Tagebucheintrag Queste, säubere den Elixierbrunnen. Oh, das ist nicht ja. Das ist das da hinten, wo du gestorben bist. Was ist das da für ein Fragezeichen? Das finde ich doof, dass das nicht oben angezeigt wird. Was ist da? Kannst du irgendwie pingen? Nein. Also wenn ich auf der Map bin, ist direkt neben uns. Das ist ein Fragezeichen, ein ganz großer Kreis. Aber jetzt sagt mir nicht, was das tut. Nein. Dann schauen wir da mal hin zu den Fragezeichen, weil ich sehe das nicht. Wahrscheinlich ist das, weil man ein Bierchen. Es kann sein, dass das was ist, was ich gelesen habe, gell? Ja, genau. Und das da oben habe ich auch was alte Wunden heilen und Brückenbau. Das ist so ein Zeug, was ich glaube ich gelesen habe. Ja, das ist jetzt, glaube ich, uninteressant. Oder möchtest du ins Mühe erstmal runtergehen? Dann können wir hinten wieder aufgehen. Ja, ja. Können wir ja, aber man soll es schaffen vor der Zeit. Und vor allem, es ist kein Weg. Wir können uns ja nicht am Weg halten. Ah, ja. Aber vielleicht okay, sollen wir schauen so. Schauen wir mal. Aber wenn wir schon da sind, habe ich noch Platz. Nein, ich bin eh voll. Ja. Aber die Erde kann ich wegschmeißen, ich brauche nicht. Ich wollte noch so ein bisschen mir das Machholz mitnehmen. Ja, da ist noch ein Weg hier. Wenn wir schon da sind, so ein bisschen Holz mitnehmen da von dem Zeug da. Ja, wir haben ja gesehen, wir können eine magische Kiste bauen. Da brauchen wir so mir das Machgraffe. Ausdauer, Ausdauer. Ich brauche mehr Ausdauer. Und so komische Kapseln braucht man, so grüne. Die gibt's da. Jetzt ist mein Rucksack voll. Das brauche ich nicht. Das ist ohne Fleisch. Ich fäll alles, einfach alles, wie dir gefällt. Nichts darf hier überleben. Nein, nichts. Aber wir können einfach rausgehen und zurückporten, das geht natürlich auch. Stimmt, an das denke ich nie. Wo hast du gesagt, gibt's die blauen Dinger? Aus den Gegnern raus. Oder was meinst du? Ja, die blaue, die was wir eh brauchen, noch für die Kisten. Ja, die gibt's aus den Gegnern raus, da müssen wir mal ein paar verprügeln. Naja.
M. M. Und Schnellreise. Schnelle Reise. So, jetzt da ich sagen, bauen wir uns die Schmiede, oder? Glaube ich, war das Sinnvollste. Oh, du mehrst mir noch mehr wenig. Schmiede, Stein, Metallschock, Kohle. Stein, Metallschock, Kohle. Stein. Jetzt warte mal, machen wir mal so. Ablegen. Genau. Stein, Metallschrott, Kohle. Du hast ja die Berserker-Axt, gell? Ja. Was machten die für einen Schaden? Weil ich noch den Streikkolben, aber den nehme ich nicht her. Der Streikkolben macht Schaden. Die Henker-Axt macht 16. Okay. So, wir haben jetzt. Hast du dein Metall schon ausgelohnt? Ja. Dann haben wir jetzt 64 Metall. Ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Ich schau, was man dafür kriegt beim Schmied. Schmiede! Ein Holzscheit brauche ich noch. Scheiße. Holzscheit. Machst du den Jägerbogen dann? Wenn du ihn nicht mehr hernimmst, ja, dann ja. Den 10er Kraft. Ja. Ja, dann. Wenn du ihn nicht benutzt, benutze ich. Schenken. Alles. Also wir bauen da dann noch schöne Hütten für die ganzen Typis. Jetzt momentan müssen die halt da wohnen. Schmiede. Kohle und Metallschrott ergibt Metallplatte. Okay. Was kann uns jetzt der bauen? Der kann jetzt ein Metallschild bauen. Eine einhändige Waffe bauen. Mit 4 Nägel. Die muss man bauen für die blöde Quest. Quest abgeschlossen. Die Frage, ob die Quest jetzt bei dir auch abgeschlossen ist. Eine Quest abgeschlossen. Warte mal, ich schau mal in Quests. Tagebuch. Quests. Welche hast du jetzt abgeschlossen? Mach eine Waffe. Schmiede eine Waffe oder Rüstung, nein, muss ich auch noch. Dann musst du zu dem hergehen, musst du was machen lassen von dem Burschen. Das ist natürlich jetzt absolute Verschwendung, weil du das nicht benutzt. Ja, es gibt, vielleicht gibt es noch was anderes, aber ich kann ja eh nichts machen, weil alles hier rot ist. Achso, das muss ich alles wieder. Da brauchst du das Material dazu. Ein Schild und eine Waffe muss ich machen. Ja, oder Rüstung. Ist bei dir beim Rüstung auch so ein rotes Symbol vor dem Text? Bei der einhändigen Waffen. Achso, ja, dann musst du auch so eine bauen. Dann brauchst du quasi zwei Metall, dass du die Nägel baust. Warte mal. Genau, Nägel und Holzscheite. Schenken, alles. Habe ich dir geschenkt. Also das Metall hast. Ah, da ist fertiges Essen drin, sage ich das richtig? Ja. Und dass die jetzt noch Nägel herstellen auf der, genau, und auf dann der Bank. Kannst Tisch, du. Tür für Geschirr, Zaun. Ach, das ist wieder manuelles Handwerk. Dietrich, Kölle. Nein, auch nicht. Wo stellen wir denn die Nägel her? Ich finde das aber. Da, bei Erm. Bei Erm da. Achso, bei Erm. Alles bei Erm. Alles, was mit Eisenzahn war. Genau. Herstellen. Die Waffe herstellen. Dachenkeule. Quest abgeschlossen. Schmiede eine Waffe oder Rüstung. Und was du nützt das? Keine Ahnung, was du damit tust. Was hat denn die Waffen überhaupt? Schaden 17. Ja, die macht schon richtig Bums. So, dann brauchen wir eine Metallplatte. 4. 6. 8, 9. 9 Metallplatten braucht man für eine komplette Metallrüstung. 9 Metallplatten, der braucht 2 pro Metallplatte, also brauchen wir 18 Alteisen. Stapelteilen.
eins brauche ich noch. Metall. Ja. Eins. Genau. So, das läuft jetzt so durch. Ah, magst du in die rechte Kiste durch so die explosive Schwarzpulverkugel? Ja. Elixier für Brauchsgegenstand, direkte Benutzung, ungewöhnlich. Elixier-Buff. Plus 30% Schadensmultiplikator, minus eine Minute Zeit im Miasma. Dann verlierst du Minuten. Aber Schadensmultiplikator, von was? Vom. Ich brauche dann. Ich mag keinen Schaden an sich. Ich mag einen Schadenswechsel von Magie. Miasma, Flüssigkeit. Haben wir noch zwingend Sporen? Müssen wir mehr Sporen sammeln? Nur noch mehr Feinde niederprügeln. Na gut, aber für die Folge war es eh schon wieder. Was? Ja. Wen ist der Sock? Wahnsinn, wenn das Spiel Spaß macht. Wie die Zeit der hier denn? Was soll ich denn da? Magierstab für einen Kampf. Kraft 7. Kraft 14. Gewöhnlich, selten. Stufe 1, Stufe 3. Das ist legitim. Selten gewöhnlich. Das kann ich wieder nicht. Selten gewöhnlich. Schutt. Du benutzt Holzpfeile? Ja. Die anderen sind Steier, die kosten Metallschrott. Wahnsinnig. Alle. Hast 17 gekriegt? Ja, nur Jonas. Jonas Alz. Nein. Ich bin halt so der. Okay. Magier getönt. Gut, dann sagen wir mal Tschüss. Danke fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Like und Kommentar. War wunderbar. Jo, tschüss. Tschüss.